Bike Kingdom Games TV, Mountainbike Weltcup auf der Lenzer Heide. Basil Weber, Dario Linder, Downhiller. Und ich weiß noch nicht so genau, was ich bin. Gerade Training gehabt, wenn wir jetzt so anschauen. Cross-Country-Fahrer, auch Training gehabt, alle total in Lycra. Ein bisschen Baggy ist es bei euch noch? Das Liebling. Die Hose nicht mehr so fest, aber sicher nicht ganz so lange wie Cross-Country-Fahrer. Ja. Habt ihr auch mehr Style? Kommt jetzt darauf an. Es gibt schon Cross-Country-Fahrer, die auch Style haben, aber ich würde sagen, die Abfahrt, Mountainbike haben vielleicht schon ein bisschen mehr Style. Hey, ihr seid ja die, die immer auf der Latz haut. Und dementsprechend müssten ihr ja die sein mit der Rasier dabei. Jetzt hast du einen riesen Urwald, nur das Gebüsche. Schaut das an, haben wir irgendwie die Idee, die müssen beide rasieren? Ja, wenn ich vielleicht einen Physiotherapeut oder einen Masseur im Team hätte, der das machen würde, würde ich es vielleicht auch. Aber dass ich das nicht habe, sehe ich das nicht ganz meine Beine rasieren. Nein. Ja, wenn sie auf der Ranze haut? Ich habe ja Hose noch. Dann schützt es dir, ja. Jetzt hier nicht rasieren wie verrückt, aber dafür im Genitalbereich einfach eine Brandrodung. Nein. Stutzen. Stutzen ist gut. Stutzen tun ich auch. Ich gehe jetzt schauen, mal zu den Cross-Country-Fahrern, wie die eigentlich die Beine rasieren. Tun die wachsen oder rasieren? Wow, wisst ihr im Fall nicht. Ich habe es noch nie gemacht oder noch nie dabei gewesen, bei jemandem, was gemacht hat. Darum kann ich dir da keine Antwort geben. Ich gehe jetzt ins Beauty-Center Chez Lars. Chez Lars, das ist Lars Forster? Genau. Ah, der wird dir sicher eine Antwort geben. Lars, bei euch ist alles ein bisschen tight. Ja, hat halt seine aerodynamischen Gründe. Mit den Baggies ist halt schon recht ein Windfänger. Wenn du enge Hosen anlegst und dann ein bisschen weniger trampen musst, ist es noch von Vorteil, ja. Mir nimmt immer Wunder, weißt, wenn man die Hosen anlegt, wo tut man dann an, links oder rechts? Meine ist links. Weißt du, wie viele schauen dir jetzt dort runter? Die andere Geschichte, die wir mit Basil angeschaut haben, meine, das mit den Beinen rasieren, das ist ein riesiges Mysterium. Da schauen die Leute an und sagen, aber rasiert die Beine, du fährst Velo. Warum, dass es jemand macht, weiss man eigentlich nicht genau. Ja, es hat ein bisschen verschiedene Gründe. Also die meisten meinen einfach, weil es alle machen und aus Schönheitlichen. Es hat auch einen aerodynamischen Effekt, minimal. Okay. Ja. Aber natürlich, es ist auch einiges besser zum Massieren. Wir massieren doch viel unsere Beine und wenn du halt lange Haare dran hast, dann tut es recht weh, weil es dann Knoten drin gibt und dann reißt das raus. Und dann halt wegen auch bei Stürzen, Infektionen ist es von Vorteil. Und zum mal ein Tape anzutun, ja. Und das Tape dann wieder wegnehmen. Das ist dann ja auch nicht so angenehm. Ja. Ja, genau. Da sind wir bei dem und die haben eben nicht gesagt, das Wochenende Cross-Country und Downhill. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt sein will. Cross-Country-Fahrer oder Downhill. Dann gesagt, ich gehe zum Salon Lars. Wo willst du? Wachsest oder rasierst? Rasieren. Und wie weit rauf? Wie sagen wir dem? Überall. Einmal total rodig. Dann muss man das noch ein bisschen mehr einwirken lassen. Ich weiß es nicht, du bist da der Experte. Nein, ja. Du bist ein Cross-Country-Fahrer. Ja, aber nicht der Wechser. Das kostet dann, gell? Achtung! Sagt sie, Mann! Hey, ist aber schön weggekommen. Ja, ist gar nicht so rot. Komm, gib noch mal einen. So, Achtung, jetzt. Drei. Du bist. Nein, du rupf einfach. Die keine falsche Seite. Ja, gut, das ist ein halber Downhill-Knie. Das hat. Ursack! Genau, der kommt dann. Hey, danke vielmals. Schönes Liebli. Danke vielmals. Sehen wir das Wochenende ganz, ganz weit vorne. Gib mir mein Bestes. Super, danke. Bist du ein Sack, es tut weh!